und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir wollen euch heute alle Quizfragen beantworten. Das kann schon 40 Minuten lang dauern. Und ja. So, dann wollen wir mal schauen. Können wir das in die Mitte? Ich möchte auch gerne. Welches Pferd ist bekannt, bei 4-Meilen-Rennen das schnellste zu sein? American Quarter Horse, das Morgan oder das American Curly Horse? Natürlich das American Quarter Horse. So. Ich lese gleich schon mal vor. Okay. Wie heißt die Hauptstadt von Jorvik? Jorvik City, Silverglade, Jarlaheim. Das müssen wir uns gar nicht gucken. Das heißt Jorvik City. Jorvik City. Welche Pferderassen werden üblicherweise nicht beim Reitsport Western Art eingesetzt? Englisches Vollblut, American Painters oder Appaloosa? Natürlich das englische Vollblut. Das war eigentlich auch klar. Genau. Wie viele Fässer kommen bei einem Barrel Race ein? 3,8? Erstens 5, zweitens 3 oder drittens 8. 3. Du galoppierst bei mir noch. Bibi! Wie heißt George Fair? Ich glaube Black Pearl. Starher oder Pearlheart. Ich glaube Pearlheart. Ich glaube Starheart. Ich nehme Pearlheart. Wie heißt die Katze von Linda? Misty. Ja, na klar, es ist Misty. Und jetzt, wie heißt das Dorf in Nebelfahrt? Dandel. So, du hast 7 von 7 Fragen beantwortet. Dundel. Wartest du bitte? Highgrove, Dandel. Fairgrove, ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir alles richtig haben. Und wenn ja, was wir bekommen. Ja. Oh, wow. Alles richtig. Gut gemacht. Gamaschen. Noch nicht angucken. Wir zeigen euch das alles zum Schluss. Genau. Dann gehen wir jetzt nach Moorland. So, wir sind jetzt im Moorland und ich glaube, wir bekommen ein Ballon. Bin mir aber nicht sicher. Wem gehört der Moorlandstall? Ich glaube, die Moorland-Familie. Familie Moorland, ja. Der Baroness oder den Bobcats? Familie Moorland. Was ist der Unterschied zwischen einem Pferd und einem Pony? Ihre Größe. Ihre Farbe oder ihr Alter? Das ist die Größe. Wie heißt Jorviks großes Pferdefest? Das Pferdehappening, das Pferdesportevent oder das Reitsportfestival? Das Reitsportfestival.
Oh, ich glaube, hier sind wir gestern dran gescheitert, oder? Wie lange ist ein Pferd trächtig? 9 Monate, 10 Monate oder 11 Monate. Die sind tatsächlich 11 Monate trächtig. Okay. Ach ja, 9 Monate sind ja menschenträchtig, sag ich mal. Wie ist die Clubfarbe der Bobcats? Rosa. Gelb, rosa oder grün? Das ist natürlich... Rosa! Eine von meinen Hassfarben. Warum Hassfarben? Ich mag mich gerne. Wie heißt die Stallhilfe im Urlaub? Maya. May, Maggie oder Maya? Maya. Wer ist Lorettas beste Freundin? Sophia, Tan oder Frau Holzworth? Tan. Du hast alle Fragen beantwortet. Dann gucken wir mal, ob wir alle richtig haben. Ja! Alle Fragen beantworten. Handschuhe. Cool. So, und dann sind wir auf dem Weg nach Fairgrove. So, wir sind jetzt beim Fairgrove-Quiz. Und ja. Dann fangen wir mal an. Was hiervon? Ist keine Pferderasse. Corgi, Curly oder Criollo? Criollo. Okay. Ein Corgi ist ein Hund. Bitte. Wer war Mississippi? Mississippi Jones. Ein Schauspieler, ein Kapran oder ein Abenteurer? Ein Abenteurer. Das war mal in einer ganz früheren Quest, in der Hauptquest. Die ist, glaube ich, gar nicht auf einem Video. Huch. Ja. Wo lebt Lisa Patterson? Starshine Ranch. Jorvik City oder Jalaheim? Natürlich die Starshine Ranch. Was ist ein Famavre? Ein mystisches Drachenpferd, ein magischer Zauber, ein Fisch aus dem Wildelsee. Ein mystisches Drachenpferd, meine ich, ist das doch. Ich glaube, ich habe genau das sogar. Weiß ich das? Ich meine schon. Ich glaube, das ist das Pferd, das ich sogar habe, das Drachenpferd. Was ist Pandoria? Eine andere Dimension, eine Pizza, ein Tanz. Eine andere Dimension, natürlich. Genau. Jamila reitet in mir. Wie heißt der, die Schäfer in Fairgrove? Andy, Gretchen oder James? Andy. So, Frage 6 oder 7 ist das schon. Wie heißt das Tal im Norden von Wade? Tal des geflohenen Kalter. Teil des vergessenen Saar, Teil des verborgenen Dinosaurier. Natürlich das Tal der verborgenen Dinosauriers. Mal gucken, ob wir alles richtig haben. Ja, alles richtig in meine Satteldecke. So, dann sehen wir uns gleich wieder an der Starshine Ranch. Ne, die haben wir ja schon. Ja. In Wildelsee müssen wir noch. Dann sehen wir uns gleich in Wildelsee so rum. Sind schon in Wildelsee Village angekommen. Warte. Alles klar. Na klar. Und go. Wie heißt der Fluss, der durch Wade fließt? Silversong, Silverwind oder Silver River? Natürlich der Silversong.
Da ist ein Klopp, glaube ich. Klopptreffen oder so. Wie? Was ist ein Quagga? Quagga. Ein Ausrüstungsteil, eine Verletzung, ein ausgestorbenes Zebra. Tatsächlich ein ausgestorbenes Zebra. Ja, gucken wir mal weiter. Wie Flitschermäher so. Welche dieser Disziplin ist nicht heute dreitätigen Vielseitigkeitsreiten? Geländereiten, Hindernisrennen oder Dressurreiten? Natürlich das Hindernisrennen. Rennen, Hindernisrennen. Darum muss man ordentlich lesen, ne? Wem gehört der Jorvikstab? Herrn Sans, Hermann oder Gunnar? Ich bin für Hermann. Ich auch. Ach, da müssen wir lang. Wie letztes Mal schon. Stimmt, die Frage war letztes Mal auch drin, ne? Ja. Wie nennen sich die Droiden Jorviks? Darkcore, Freunde des Schritts, Bewahrer Aldin. Natürlich die Bewahrer Aldins. Welches Instrument spielt Aldin, als Jorvik erschaffen wurde? Die Harfe, die Flöte oder das Akkordeon? Die Harfe? Ich glaube die Harfe, ne? Ja. Wir müssen mal gucken. Ach, da ist noch eine. Habe ich das Richtige jetzt angeklickt? Wo bin ich denn hier? Was für... Wartest du bitte eben? Ich bin dran vorbeigeritten. Da. Ja. Was für ein Wesen ist Fob? Ein komisches Wesen, ein Eichhörnchen, ein Pony. Natürlich. Ein kosmisches Wesen. Nein, es ist ein kosmisches Wesen. Es ist kein Eichhörnchen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Eichhörnchen, ist aber kein Eichhörnchen. Oh. Du hast 7 von 7 Fragen beantwortet. Wenn ich 1, 2 Quiz gestern schon probiert... Gut gemacht. Alle Fragen richtig beantwortet. Und dann würde ich sagen... Treffen wir uns in Silverglade wieder. Silverglade, genau. Und dann müssen wir noch einmal zu Idris und dann dürfen wir alle schon haben. Ja. Dann bis gleich. Wir sind auch schon in Silverglade. Und? Halli. Hallo. Ja, natürlich sind wir bereit. Da hinten. Die erste Frage. Wie heißt das große Schloss außerhalb des Dorfes? Fripps Festung, Silverglade Schloss, Chateau de Sief. Natürlich Silverglade Schloss. Dahin. Oh, nee, das ist nur eine Frage. Was für ein Unternehmen betreibt Idris? Ein Spieleentwicklerstudio? Eine Autowaschanlage oder ein Zirkus? Natürlich ein Zirkus. Wie heißen die Soul-Riderinnen? Lisa, Linda, Anne und Alex, Tan, Loretta, Sophie und Emily, Garney, Barney, Marley und Gottney. Natürlich... Genau. Lisa, Linda, Anne und Alex. Genau. Das würde ich auch sagen. Franzis, oh, hier sind meine Hinweisen. Okay, ich weiß, wo noch eins ist. Komm mal nach. Nein, wir machen jetzt erstmal das Quiz. Aber beim Druckreitern? Wir das dann mitnehmen? Wie heißt der erste Song, den Katja veröffentlicht hat? Dark Riders, Hollow Woods oder Soul Riders? Das genau waren die, wird die Dark Riders. Ich glaube auch. Bei einigen Fragen muss man tatsächlich überlegen, ne? Ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da. Ja, ich bin im Blumenbeet.
nicht. Ich habe gerade noch ein Hufeisen gesehen. Ja, das gucken wir später. Wie heißt der ortsansässige Schneider? Danny, Daxon oder Denver? Denver, Dexton oder Danny? Ich bin und das ist Dexton. Da ist ein Hufeisen. Stopp. Da ist ein Hufeisen. Da ist ein Hufeisen. Das ist mir. Ich nehme es mit. Ja, dann mache ich schon mal langsam weiter. Wie heißt Marley mit Nachnamen? Summers, Winters oder O'Malley? Ich glaube Summers, oder? Ich glaube auch Summers. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wir könnten ja im Personenbuch nachgucken. Wie viele Fehlerpunkte erhältst du, wenn du beim Springreiten eine Stange reitest? Vier doch. Hä? Erstens vier. Zweitens eine. Drittens acht. Natürlich vier. Das denke ich auch. Dann schauen wir mal, ob wir alles richtig haben. Wir reiten ja auch in echt, also können wir viele Fragen auch hätten wir würden. Gratuliere, alles richtig. Star Stable spielen. Eine Jacke. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Idris. Und schon sind wir bei Nilmas Hochland. Ja. Hallo. Schauen wir mal weiter. Ach, ich muss nochmal annehmen. Ja. Ich habe mich gerade schon. Welche Farbe verbindet man mit Pandoria? Grün, rosa oder weiß? Rosa. Das denke ich auch. An welchen Tagen kannst du in Fort Pinter in die Disco gehen? Jeden Tag, Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntag? Das ist Freitag und Samstag. Weißt du nicht mehr, wo wir da einmal vorstanden in der Woche und tanzen wollten? Aber das ist ja abends. Wie viele Gangarten beherrschen Islandpferde? 3, 2 oder 5? 3. Nein. Schritt, Trab, Galopp, Tölt, Pass. Ach ja, Pass ja auch. 5. Oh. 3 kann jedes Pferd. Ja. Zusammen können wir das. Wer gründete Fort Pinter? Hauptmann. John James, Bürgermeister Peanut. Hauptmann oder Waterloo. Ja, von oben fangen wir dann an, ne? Hauptmann Waterloo, Bürgermeister Peanut oder John Jarl. John Jarl hat es gegründet. Das sind schon schwierige Fragen. Ja, einige sind echt schwer. Welche dieser Rassen ist die kleinste? Yorkshire's Urpferd, Yorkshire's Pony, Yorkshire's Wadel und natürlich das Yorkshire's Pony. Yorkshire's Pony, ja. Ach, das ist aber auch ganz viel Yorkshire's. Wie heißt die Halbinsel im Süden von Fort Pinter? Die Pono Südhufsinsel. Südhufshalbinsel oder Whitewoods? Natürlich. Das ist doch Südhufshalbinsel. Ja, da fehlt noch einer. Jamila auf ihrem Pony und ich auf diesem riesen Viech. Diese Rasse ist in der Wildnis Yorkshires nicht anzutreffen. Yorkshires Urpferd, von belgisches Warmblut. Das ist das belgische Warmblut, denke ich. So. Ich glaube, wir haben was falsch, du. Ja, irgendwie habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht. Bei dem einen war ich mir. Oh, wow. Oh. Alles richtig. Und ein Helm. Und dann sind wir uns in Fort Pinter wieder. So, jetzt sind wir in Fort Pinter angekommen und machen einmal die Quizfragen in Fort Pinter. Schauen wir mal, was ob wir sie schaffen.
glaube nicht. Du? Ui, das war ein goldenes Hufeisen. Welcher dieser Rassen ist die größte? Appaloosa, Shire oder Falabella? Natürlich das Falabella. Was? Nee, das Shire. Ja, ja. Das Falabella ist ja 30. Mit das Kleinste. Ein Meter groß ungefähr. Noch nicht mal, die sind noch viel kleiner. Ja. Wow, goldenes Hufeisen. Wann ist John Jarl nach Jorvik gekommen? 1818 oder 2018? Ah, das war ganz lange. Ich meine 1218. Ich glaube 1818. Okay, ich nehme es immer 1218. Ich meine, das war 1218. Das war ewig her. Da haben wir uns doch mal gefragt, wie das so. Wie heißt das andere Fort auf Jorvik? Fort Maria, Fort Maria oder Fort Mario? Fort Maria. Genau, das hatten wir ja auch gerade erst in der Quest, ne? Aber wer die Quest noch nicht hatte, ist das, finde ich, fast unmöglich. Das stimmt, das ist sehr schwer. Wie viele Hufeisen haben wir denn jetzt? Ich guck mal, ich habe 15. Wir reiten gerade die Rennstrecke ab, ne? Ja. Welche Farben hat Jorviks Flagge? Grün, weiß, blau, blau, gelb, grün, weiß, orange. Ich glaube, grün, weiß, blau. Ich meine auch grün, weiß, blau. Ja, nimm mich. Ja, ich auch. Guck mal, da oben. Oh. Ja. Okay, wir wissen, dass wir eine Antwort mindestens richtig haben. Ja, das stimmt. Man kann ja. Sich auch mal ein bisschen Hilfe holen. Man muss ja nicht immer alles. Aber die Strecken sind ziemlich lang hier heute. Ja. Was hiervon ist keine britische Ponyrasse? Konig-Pony, Shetland-Pony oder Dartmoor-Pony? Ich glaube, das Konig-Pony. Ich meine auch das Konig. Shetland-Pony ist irisch, britisch. Ich nehme Konig. Ich auch. Das kommt mir am logischsten vor. Irgendwie kenne ich die Pferderasse auch nicht. Du? Doch, ich schon, aber. Wie heißt Sam Schwester? Alex? Alice oder Anne? Alex. Alex. So, jetzt lese ich noch eine Frage vor. Wie heißt James Plüschdrache? Trix, Token oder Tonks? Das ist Token. Hat ja super geklappt mit dem Vorlesen. Pingu. Geh in die Tasche. Schon wieder zurück? Gute Arbeit. Alle Antworten. Was? Stiefel. Stiefel, perfekt. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt einmal um. Wir blenden euch das dann einmal aus, wie wir uns umziehen. Ja, und dann schauen wir mal, was wir alles bekommen haben. Ja. So, jetzt können wir mal schauen, was wir bekommen haben. Einmal eine Satteldecke. In lila. Gamaschen in lila. Ja, beim Shire kann ich leider die Gamaschen nicht anziehen. Ja. Ein Helm in weiß. Einmal so ein Dressur-Shirt, das nicht bis zum Po geht. Meins ist bis zum Po. Ja. Einmal weiße Stiefel. Und die weißen Handschuhe. Leider keine Hose dazu, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Und leider keine Trense und Sattel. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht kriegen wir das ja, wenn wir die goldenen Hufeisen tauschen. Wir wissen es nicht. Wollen wir mal. Aber dann habt ihr jetzt erstmal
Aber dann habt ihr jetzt erstmal einen Eindruck und erstmal die Antworten. Und wir werden jetzt erstmal fleißig Ufeisen sammeln und euch dann nochmal zeigen, was es da zu bekommen ist. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, einen Daumen hoch und ein Like da zu lassen. Versuch Nummer 1. So. Geh aus dem Fotomodus. Versuch Nummer 2. Super. Versuch bis zum nächsten Mal. Tschüss.